Widerspruch? Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren auf der Tribüne und am Stream. Lassen Sie mich bitte zu Beginn einige Dinge klarstellen. Immer wenn wir von Vorratsdatenspeicherung sprechen, meinen wir damit die anlasslose, massenhafte Speicherung von Kommunikationsdaten. Eine unbegründete Speicherung von persönlichen Informationen über Millionen von Menschen. Das steckt schon im Wortbestandteil Vorrat drin. Damit ist eine Speicherung im Voraus und auf Halde gemeint, die man dann später womöglich gar nicht mehr braucht. Ein datenschutzrechtlicher Albtraum. Übrigens, da ändert auch die Verwendung irgendwelcher euphemistischen Narrative wie Mindestspeicherung nichts dran. Demgegenüber steht die anlassbezogene Datenspeicherung, nämlich wenn man in Verdachts- oder Ermittlungsfällen ganz gezielt Daten von bestimmten Verdächtigen sammelt. Das ist ein ganz anderes Vorgehen und das wird selbstverständlich so angewendet. Aus gutem Grund gehört das zur üblichen Polizeiarbeit und aus genauso gutem Grund wird jeder einzelne dieser Fälle von einem Richter geprüft. Hiergegen wendet sich absolut niemand. Einen schönen Gruß an dieser Stelle an den Herrn Stotko. Die Verwendung von Extrempositionen, die man dann dem Gegner unterstellt, das ist der älteste und auch der dümmste rhetorische Trick, den man verwenden kann, um sich mit Argumenten nicht auseinandersetzen zu müssen. In dieser Debatte jedenfalls gehen diese beiden Arten von Datenspeicherung munter und wild durcheinander. Das eine wird mit dem anderen begründet. Und die absichtsvolle Vermischung von diesen beiden Punkten sollten Sie den Rednern in dieser Debatte nicht durchgehen lassen. Verwerflich ist auch die Instrumentalisierung der Opfer der Anschläge von Paris, die wir erleben, um Vorratsdatenspeicherung zu rechtfertigen. Das ist schändlich und wir weisen dieses Ansinnen zurück. Genauso schändlich übrigens ist die Instrumentalisierung von Kindesmissbrauchsopfern, Herr Golland. Wie wir wissen, gibt es in Frankreich seit 2011 eine weitreichende, flächendeckende, massenhafte, 12-monatige Vorratsdatenspeicherung. Ganz offensichtlich hat sie keinen Beitrag zur Verhinderung solcher Taten geleistet. Mehr noch, die Täter waren zuvor Polizei bekannt. Dazu braucht es keine Vorratsdatenspeicherung. Das funktioniert effektiver mit zielgerichteter polizeilicher Arbeit. Auch der norwegische Attentäter Anders Breivik war Polizei bekannt und stand bereits unter Überwachung. Die Vorratsdatenspeicherung hat mit beiden Fällen rein gar nichts zu tun. Womöglich wäre es sinnvoller gewesen, die polizeiliche Überwachung von bekannten Tätern zu intensivieren, anstatt die Ressourcen für massenhafte Vorratsdatenspeicherung zu verwenden und sich in trügerischer Sicherheit zu wähnen. Der beste Datenschutz ist immer noch, so wenig Daten wie möglich zu sammeln. Und Datenschutz erhöht unser aller Sicherheit. Bisherige Versuche auf bundesdeutscher oder europäischer Ebene, eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung einzuführen, sind an verfassungsrechtlichen Bedenken gescheitert. Die Richter rügen nämlich genau das, was eine Vorratsdatenspeicherung ausmacht, die massenhafte Überwachung und der fehlende Anlassbezug. Nach Ihrer Einschätzung verstoßen gerade diese Punkte gegen unsere Grundrechte. Wie soll denn unter diesen Voraussetzungen überhaupt eine Vorratsdatenspeicherung verfassungsgemäß ausgestaltet werden? Aber selbst wenn das gelingen würde, ist es wirklich so, dass man jede technisch mögliche Maßnahme auch durchführen muss, ungeachtet ihrer schädlichen Nebenwirkungen für informationelle Selbstbestimmung, Pressefreiheit, Meinungs- und Versammlungsfreiheit, die Vertraulichkeit des Wortes, zum Beispiel bei Anwälten, bei Geistigen oder uns Parlamentariern und so vieler weiterer Freiheitsrechte. Und das, wo sich der angebliche Nutzen überhaupt gar nicht belegen lässt. Der Parlamentarische Versammlung des Europarates in Straßburg hat am Montag in einem 35-seitigen Bericht festgestellt, Bürger sollen nur überwacht werden, wenn ein Gerichtsbeschluss und ein begründeter Verdacht vorliegt. So ist das nämlich. Bundesjustizminister Heiko Maas lehnt die Vorratsdatenspeicherung ebenso ab. Ich kann ihn so zitieren. Eine solche Speicherung verstößt gegen die Grundrechte. So ist das also. Der Präsident des Bundesverbandes IT-Mittelstand sagte, die Vorratsdatenspeicherung ist kein probates Mittel, um die IT-Sicherheit zu verbessern. Aha,
So ist das nämlich. Und last but not least, die EU-Kommission selbst hat mitgeteilt, keine eigenen Pläne zur Einführung einer Vorratsdatenspeicherung mehr zu verfolgen. So ist das nämlich. Die Redezeit. Ich bin sofort fertig. Wir sind der Meinung, Sicherheit gibt es nur durch mehr Freiheit und nicht durch den Abbau von Freiheitsrechten. Die vergeblichen Versuche, eine Vorratsdatenspeicherung in Deutschland gegen die Grundrechte einzuführen, geben wir hier bitte endlich auf. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr. Noch ein paar Worte an Herrn Dr. Orth. Vielen herzlichen Dank für Ihre vielen Initiativen in diesem Bereich. Und gerade in den Bürgerrechten, das schätzen wir sehr. Ich hoffe, dass die FDP-Fraktion sich in Zukunft auch dem weiter verpflichtet fühlt. Herzlichen Dank. Man sieht sich immer zweimal. Applaus